So, willkommen zum letzten Vortrag vom Routing-Block. Frederik Ramm wird uns jetzt auf eine Safari bringen durch den Dschungel der verfügbaren Router im OpenStreetMap-Umfeld. Bitte. Ja, schön, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Mein Name ist Frederik Ramm und ich habe für Sie Routing Engines getestet, damit Sie das nicht selber machen müssen. Ich habe Routing Engines, damit meine ich allerdings, habe ich mich beschränkt auf Open Source Software, die man selber installieren kann. Und ich habe also keine Dienste angeschaut, die es nur online gibt. Da gibt es auch noch ein paar nur Software, die man selber bei sich direkt laufen lassen kann. Und ich habe auch alle Routing Engines, die ich jetzt vorstelle, hier auf diesem Rechner laufen, alle gleichzeitig. Und das ist ein normaler Rechner, also der ist so Kaliber, was Sie auch auf dem Desktop stehen haben. Routing ist für mich ein sehr interessantes Thema, weil jeder glaubt, dass es einfach sein müsste. Man hat irgendwie so ein Netz mit Straßen und die sind irgendwie miteinander verbunden und man sucht eine Strecke von einem zum anderen. Kann ja nicht so schwierig sein, ja. Kann man nachlesen in Büchern, wie das geht, und programmiert man mal so ein bisschen rum. Deswegen gibt es auch ziemlich viele Leute, die sich damit versuchen, die da irgendwie mal was basteln, als Bachelorarbeit mal in JavaScript eine kleine Routing-Engine schreiben. Und das Ergebnis ist dann meistens was funktioniert, aber schleichend langsam ist oder sehr viel Speicher braucht oder nach dem Motto, ja, es funktioniert für Osnabrück, aber wenn Sie mehr als Osnabrück reinladen, dann fängt es an, komisch zu werden oder solche Sachen. Deswegen gucken wir uns jetzt mal an, sozusagen, was die Profis machen. Wobei, das sind jetzt nicht alles Profis im Sinne von, die haben das studiert und gelernt, die hinter diesen Projekten stecken, aber das sind die etablierten Engines, die von vielen Leuten benutzt werden und die wirklich was taugen. Das ist einmal OSRM über Open Source Routing Machine. Gibt es hier noch ein, zwei andere Veranstaltungen zu dem Thema, wo das mehr im Detail abgehandelt wird. Graphhopper kam eben schon vor, ist auch sehr verbreitet. Ein relativer Newcomer ist Valhalla von Mapsen. Routino werden wir uns kurz angucken. Itinero und den B-Router. Das sind die sechs, die ich jetzt mal ausgesucht habe. Es gibt noch ein paar weitere Nischenprodukte, aber damit hat man schon mal sozusagen das, was an aktueller Routing-Software für OSM existiert, ganz gut abgedeckt. Wonach werden wir schauen bei den verschiedenen Engines? Wir werden uns anschauen, unter welcher Lizenz ist das, weil wir wollen ja nur Open Source betrachten. In welcher Sprache ist es geschrieben? Auf welchen Betriebssystemen kann ich es laufen lassen? Welche Algorithmen verwendet es? Wie ist es aufgebaut? Ist es eher eine Bibliothek oder ein eigener Server? Wie ist die Dokumentation? Ist es leicht oder schwierig aufzusetzen? Welche Features hat es? Was kann es? Wie schnell ist es? Und Besonderheiten, also was gibt es, was hat die jeweilige Software vielleicht für Alleinstellungsmerkmale? Wobei das eine Sache ist, die ist ziemlich im Fluss. Jedes Programm, das ich hier vorstellen werde, ist in aktiver Entwicklung. Das heißt, da kommen ständig Features hinzu, da wird ständig an der Dokumentation gefeilt und so weiter und so weiter. Das heißt, bloß weil ich jetzt hier sage, das und das geht nicht bei dem Programm, also es kann sein, dass sich das inzwischen schon geändert hat, weil ich die Software vor 3 Wochen runtergeladen und installiert habe. Fangen wir gleich mal an mit OSRM. Open Source Routing Machine ist relativ bekannt, ist auch schon oft hier auf der Vosges gewesen, anfangs mit dem Dennis Luxen vom KIT, der das ins Rollen gebracht hat. Inzwischen ist das Projekt so ein bisschen von der Firma Mapbox betreut, sind aber immer noch viele Leute vom KIT dabei, die halt jetzt auf Mapbox-Kosten daran arbeiten. OSRM steht unter einer BSD-Lizenz, ist also eine reine Attribution-Lizenz und nicht mal Share-alike, sehr businessfreundlich, sind C++ geschrieben. Es gibt Node.js-Bindings, das heißt, wenn man lieber das Ganze aus JavaScript ansprechen will, kann man das auch machen. Es lässt sich problemlos kompilieren unter Linux, Apple und Windows. Das ist nicht bei allen diesen Programmen so, das ist also schon mal ganz gut. Es benutzt ausschließlich Contraction Hierarchies als Routing-Algorithmus. Contraction Hierarchies ist ein sehr schneller Algorithmus, der darauf basiert, dass man schon bei der Berechnung des Routing-Graphen viele Informationen verwendet, um Abkürzungen zu finden oder auch ganz simpel, wenn Sie einen Routing-Graph für
Autorouting berechnen, dann würden sie bei Contraction Hierarchies schon mal alles, was nur für Fahrräder gebraucht wird, das würde sowieso schon gleich wegfallen und würde gar nicht erst im Routing-Graph landen. Im Gegensatz dazu, wenn sie flexiblere Algorithmen haben, die müssen, also wo man dann zur Laufzeit entscheidet, ja, mit was für einem Verkehrsmittel bin ich eigentlich unterwegs und was für Eigenschaften hat das, da muss der Routing-Graph dann natürlich viel umfassender sein als bei so einem Contraction Hierarchies-Graph, der stark optimiert sein kann. OSRM ist als Library verfügbar, dass Sie es direkt in ein eigenes Programm einbinden können oder als HTTP-Backend, dass man dann über HTTP-Requests ansprechen kann. Interessanterweise sind fast alle der hier getesteten Programme so, dass es in irgendeiner Weise ein HTTP-Backend gibt, das man benutzen kann, wo man in den meisten Fällen ein GET-Request, in diesem einen Fall ein POST-Request hinschickt und wo man dann eine JSON-Antwort zurückbekommt. Und in der JSON-Antwort ist die gefundene Route enthalten mit allen Zusatzdaten. Das hat sich so ein bisschen als der Standard etabliert und deswegen selbst die Programme, die eigentlich hauptsächlich als Library vorliegen, haben dann meistens noch so ein kleines Zusatzprojekt, wo es heißt, okay, und das hier kannst du noch installieren, damit du das Ganze als HTTP-Server benutzen kannst. Und die allermeisten, so wie auch OSRM, haben auch irgendeine Art von Web-Frontend dabei, obwohl es gibt, wie gesagt, einige Programme, die sind eigentlich eher dafür gedacht, als Library in andere Sachen eingebunden zu werden. Aber es ist halt einfach, gerade für Demo-Situationen wie das, was ich jetzt hier mit Ihnen mache, ist es halt einfach super, wenn das Programm schon gleich mit irgendeiner Webseite kommt, die so ein bisschen die Features vorzeigt. Das macht sich gut. Ja, das verbreitet sich dann leichter, wenn man eine schöne Demo-Seite hat. Die Dokumentation von OSRM ist ziemlich gut. Das Setup, also sehr, sehr detailliert. Wenn Sie das selber einrichten wollen, können Sie das auf Docker laufen lassen. Das ist dann nur ein paar Befehle, die Sie eintippen müssen, um es zum Laufen zu kriegen. Selbst kompilieren geht aber auch ziemlich gut. Wie gesagt, ist getestet unter Linux, macOS und Windows und lässt sich auch unter allen drei Plattformen ordentlich kompilieren. Die Routing-Profile bei OSRM werden in Lua geschrieben. Das ist so eine kleine, ich sag mal, so eine Basic-artige interpretierte Programmiersprache. Dadurch ist es auch relativ flexibel. Wobei man dazu sagen muss, das ist jetzt eine Sache, wo ich jetzt hier nicht bei allen ins Detail gehe. Wenn Sie Routing-Profile schreiben in sowas wie in Lua und so weiter, das ist natürlich, selbst wenn jetzt drei verschiedene Routing-Engines Ihnen das alle anbieten, Sie können Routing-Profile in Lua schreiben, heißt das nicht, dass sie Ihnen alle drei die gleichen Features exposen in dem Lua. Das heißt zum Beispiel, wenn Sie jetzt ein Profil schreiben wollen, wo Sie sagen, ich will aber jetzt links abbiegen, soll teurer sein als rechts abbiegen, außer ich bin in einem Land mit Linksverkehr, dann soll es andersrum sein. Es ist nicht gewährleistet, dass alle Routing-Engines Ihnen so viel Information überhaupt im Lua zur Verfügung stellen. Also das ist so ein bisschen, da unterscheiden die sich auch so ein bisschen. Aber ja, geht hier bei OSRM Profile in Lua zu machen. Und unter den Standard-Features sozusagen, was man typischerweise erwartet, bringt das die meisten Sachen mit. Es kann Abbiegebeschränkungen berücksichtigen. Es kann sogar Fahrspur-Routing machen, also kann Ihnen sozusagen Informationen geben, hier linke Fahrspur, rechte Fahrspur. Wegweiser unterstützt es, das heißt, wenn Sie eine Autobahn zum Beispiel verlassen, dann kann es Ihnen die Information geben, verlassen Sie die Autobahn in Richtung, vorausgesetzt, das ist in OpenStreetMap halt so gemappt. Gibt ja die Möglichkeit, in OpenStreetMap einzuzeichnen, gut, die Abfahrt hier ist beschildert nach A, B und C. Das kann es also auswerten und mit ausgeben. Es kann Alternativrouten ausrechnen. Das ist auch schön, dass man halt auf eine Anfrage vielleicht eine Standardroute bekommt und eine zweite, die vielleicht ein bisschen länger ist, aber eine andere Autobahn verwendet und so. Was es nicht schon eingebaut hat, ist die Arbeit mit Höhendaten. Das kann man, also da gibt es Projekte, wo Leute das gemacht haben, das verknüpft haben, OSRM mit Höhendaten, eben über externe Datenquelle und so. Es ist aber nicht so, dass es einfach auf Fingerschnipp einfach zur Verfügung steht. Da muss man extra was für tun. An Sonderfeatures hat das OSM, also was jetzt nicht gerade selbstverständlich ist bei Routing Engines, es hat Matrix-Routing, das heißt, Sie können praktisch 20 Punkte reingeben und das macht Ihnen dann so eine Entfernungstabelle und sagt, okay, von deinem Punkt 15 zu deinem Punkt 17 so und so viel und so weiter.
Es macht Track-Matching, das heißt, ich habe einen GPX-Track und ich will wissen, welche Straßen ist denn der jetzt genau entlang gefahren. Es kann, hat ein Modul, mit dem man auch so Dinge wie Traveling Salesman Problem lösen kann, also Routenoptimierung in gewissen Grenzen. Es kann Datentiles erzeugen, das ist so ein Demo-Feature, das ein Debugging-Feature. Das heißt, ich kann mir die Daten einzeln anzeigen lassen in einem Webinterface, die es verwendet hat zum Routen. Und es kann neuerdings auch Routing machen, wo die Kosten ungleich sind, die Routing-Kosten und nicht direkt von der Zeit abhängen. Normalerweise ist das Routing immer so, dass man die schnellste Route finden will. Und wenn ich jetzt möchte, dass mein Routing-Algorithmus eine bestimmte Strecke bevorzugt, dann muss ich die schneller machen in meinem Routing-Profil. Dann kommen am Ende aber irgendwie oft Zeiten raus, die nicht stimmen. Das kann man mittlerweile beim OSRM also auch machen. Kurze Demo vom OSRM. Ich habe hier hab das hier, wie ich gesagt habe, alles lokal installiert. Wenn man das OSRM-Frontend jetzt startet, dann ist das so eingestellt, dass es standardmäßig in Washington losgeht. Ich habe aber hier bei mir jetzt nur Testdaten für Deutschland. Also OSRM-Frontend. Ich klicke hier mal so zwei Orte an. So, ups. Vorführeffekt. So, jetzt hat es mir hier eine Route ausgerechnet. Und was halt schön ist an dem OSRM, das ist so schnell, dass das hier so wie bei Google auf der Webseite, wenn ich jetzt hier diesen Marker packe und hier rumfahre, dann rechnet das jetzt live. Man merkt, der Lüfter ist jetzt so ein bisschen vom Notebook ist jetzt so ein bisschen angegangen. Dann rechnet der hier live diese Routen aus. Also das ist bemerkenswert. Das ist ein schönes Demo-Feature an dieser OSRM-Web-Interface. Insgesamt ist OSRM, ist die Performance, man versucht hier so eine Grafik zu machen, generell bei solchen Contraction Hierarchies Algorithmen, die sind sehr schnell und die sind nur sehr begrenzt von der Länge der Route abhängig, also nicht so stark von der Länge der Route abhängig. Sie sehen hier, es fängt bei 5 Millisekunden an, für eine Route auszurechnen und für eine sehr kurze Route und wenn es eine 1000 Kilometer Route ist, dann sind wir bei 15 Millisekunden oder so. Ne? Sieht man eben auch an diesem Webinterface, das braucht fast keine Zeit, irgendwas auszurechnen. So, kommen wir zum nächsten Kandidaten, der Graphhopper. Ich habe jetzt relativ viel Zeit auf OSRM verwendet, aber bloß, weil ich einige grundlegende Features erklären musste. Jetzt kann ich bei den anderen jetzt ein bisschen schneller durchgehen. Der Graphhopper ist freie Apache-Lizenz, das ist auch nur eine Namensnennungslizenz. Teile vom Graphhopper sind allerdings gar nicht Open Source. Also da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man sucht, was kann der Graphhopper und dann steht da irgendwo, ja, der kann das und das. Kann sein, das ist so ein Feature, was nur in der gehosteten, kostenpflichtigen Online-Version angeboten wird. Da muss man ein bisschen Auge drauf haben. Die wesentlichen Teile sind Open Source. Ist in Java geschrieben, läuft auch auf Android und iOS. Benutzt sowohl Contraction Hierarchies als auch einen Dijkstra und A-Stern-Algorithmus. Das heißt, es kann sowohl diese schnellen Sachen rechnen, wo man aber nicht so flexibel ist, als auch flexible Sachen rechnen, wo man dann sagen kann, ja, ich möchte aber erst zur Laufzeit entscheiden, mein LKW, der ist jetzt ein bisschen breiter, deswegen kann der bestimmte Straßen nicht nehmen und so weiter. Graphhopper ist als Library oder auch als HTTP-Backend verfügbar und es gibt ein Graphhopper-Web-Frontend, das ich Ihnen gleich zeigen kann, wo man halt so ein bisschen mit den Features spielen kann. Die Doku von Graphhopper ist gut, in Englisch. Es gibt ein Quick-Start-Doku, wo ich also wirklich ich muss nur drei Befehle eingeben. Ich muss ein ZIP-File runterladen, das ZIP-File auspacken, ein Daten-File runterladen und dann muss ich das Programm starten und schon habe ich Graphhopper laufen und kann Routen ausrechnen und so weiter. Also es ist von allen Programmen, die ich installiert habe, war das Einfachste, zum einfach mal schnell laufen zu kriegen. Die Profile beim Graphhopper allerdings muss man in Java schreiben. Wenn ich jetzt ein eigenes Fahrzeugprofil haben will, muss ich tatsächlich in Java schreiben und reinkompilieren in das Backend. Das ist ein bisschen lästig, weil man da halt erst immer irgendwas kompilieren muss, damit man das verändern kann. Es kann abige Beschränkungen, aber nur im A-Stern, also nur im langsameren Modus, nicht im Contraction Hierarchies Modus. Es kann Wegweiser, also einem sagen, verlassen Sie die Autobahn hier in Richtung so und so. Es kann Alternativrouten, es kann optional auch mit Höhendaten was machen. Bei den Sonderfeatures, es kann Track-Matching,
Das heißt also, haben einen GPX-Track, will wissen, welche Routen ist es gefahren. Es kann Routing-Kosten, die unabhängig sind von der Zeit, was auch ziemlich gut ist. Und sowas wie Traveling-Salesman-Problem oder andere Routenoptimierungen kann man mit JSPRIT lösen. Das ist was ein separates System, das nicht unbedingt mit Grafhopper arbeiten muss, aber die arbeiten mit Grafhopper zusammen, die Leute, die es JSPRIT machen, und das funktioniert ganz gut. Es gibt zum Beispiel Isochrone, also dass ich ausrechnen kann, welche Bereiche kann ich erreichen innerhalb einer Zeit von einem Startpunkt aus. Und das ist aber eins von diesen Features, wo man leicht findet, ja, Grafhopper kann das, und wenn man dann recherchiert, stellt man fest, oh, das ist aber nur in der kostenpflichtigen Version. Also das ist so ein bisschen performancemäßig Grafhopper in der Contraction Hierarchies Variante fast genauso schnell wie OSRM, also auch hier 5 Millisekunden bis 20 Millisekunden bei längeren Routen, minimal nur langsamer. Wenn ich die flexible Variante nehme, die mit A-Stern arbeitet, wird es schon deutlich langsamer. Da sehen Sie, das sind jetzt hier also 1000 Millisekunden jeweils nicht. Das geht also bei langen Routen, eine 1000 Kilometer Route, die braucht dann da schon mal 5-6 Sekunden im flexiblen Modus. Grafhopper hat jetzt ganz neu einen sogenannten Hybrid-Modus, der angeblich die Vorteile von beiden Welten kombinieren soll. Den habe ich aber hier noch nicht abgebildet in meinem Talk, den konnte ich noch nicht testen. Jetzt zeige ich Ihnen mal hier den Grafhopper. Ich habe jetzt, meine Redezeit ist jetzt nicht so großartig bemessen, dass ich Ihnen alle Engines zeigen kann. Ich glaube, ich lasse den Grafhopper mal weg. Ich mache mal einfach weiter mit dem nächsten. Kann vielleicht nachher, wenn Sie Interesse haben, einzelne davon nochmal vorgeführt zu sehen, können wir das in der Pause noch anhängen. Valhalla, die Routing-Engine von Mapsen, steht unter auch MIT-Lizenz, sehr liberal, C++, läuft unter Apple Linux, unter Windows hat es, glaube ich, noch keiner zum Laufen gekriegt. Benutzt A-Stern, aber mit einer ganzen Reihe von Verbesserungen, die sehr, also mit es ist kein Contraction Hierarchies, aber A-Stern mit irgendwelchen hierarchischen Super-Routen oder was genau die da machen, weiß ich nicht genau, aber es funktioniert relativ gut, werden Sie gleich an den Performance-Zeiten sehen. Es hat eine relativ komplexe Plugin-Architektur. Das ist so ein bisschen, okay, ich habe hier ein Modul, das rechnet die Route aus, ein Modul, das bestimmt die Kosten für bestimmte Fahrzeuge, ein Modul, das macht mir aus der ausgerechneten Route dann die textuelle Beschreibung und so weiter. Zum Glück gibt es ein fertiges Debian-Ubuntu-Paket, wo man einfach alles mit apt-get-install installieren kann und dann ist es da. Das ist also auch ein relativ guter Quickstart. Die Profile sind bei Valhalla aber auch im Programmcode drin. Das heißt, da muss man irgendwelche Sachen programmieren und kompilieren, um unterschiedliche Routing-Profile haben zu können. Es unterstützt API-Beschränkungen. Es kann wegweise, also verlassen Sie die Autobahn in Richtung so und so. Es kann optional mit Höhendaten arbeiten. Es hat eine teilbasierte Datenhaltung, das ist ziemlich cool. Man muss da nicht jedes Mal einen kompletten Routing-Graphen reinladen für ganz Deutschland, sondern man kann sagen, oh, mich interessiert nur dieser Teil hier, und dann kopiert man praktisch ein paar einzelne Dateien bloß und hat dann nur einen Unterbereich von diesem Routing-Graphen. Das haben die ganz gut gelöst. Es kann dynamisches Costing, obwohl es so schnell ist, also hat im Basis eben einen A-Stern-Algorithmus. Es kann Matrix-Routing, Isochronen, angeblich auch intermodales Routing, das habe ich aber nicht ausprobiert. Also für einige Bereiche der USA haben sie auch ÖPNV-Daten mit reingeladen und so. Von der Geschwindigkeit her ist es schon deutlich langsamer als die reinen Contraction-Hierarchies-Sachen. Sie sehen, es geht bis hoch zu 120 Millisekunden bei einer langen Route, aber das ist immer noch ziemlich schnell. Ich will kurz Ihnen eine Sache vom Valhalla wirklich zeigen. Ich zeige Ihnen nicht das Routing, ich will Ihnen aber mal den Isochron-Service zeigen. Der ist nämlich, also wenn Sie das Valhalla ganz normal installieren, dann kriegen Sie das gleich mit. Ach, ich habe ja hier auch eine richtige Maus. Aha. Also
Ich klicke hier irgendwie mal auf die Mitte von Hannover und warte einige Sekunden. Und dann rechnet der mir also aus, welchen Bereich kann ich jetzt hier erreichen. Wenn ich mit der Maus drüber hovere, sehe ich hier, dass der 15-Minuten-Bereich, der 30-Minuten-Bereich, der 45-Minuten-Bereich, der 60-Minuten-Bereich. Das kriegt man einfach so mit, wenn man das installiert. Ja, hier ist übrigens eine Demo, wie das geht. Das Valhalla ist insgesamt ein ziemlich, ist sehr neu und hat aber eine ganze Menge interessante Features, wie zum Beispiel diese Isochronen-Sache oder das mit diesem teilbasierten Routing. Ich bin da mal sehr hoffnungsfroh, was da noch passiert an weiteren Entwicklungen. Das ist ein sehr vielversprechender Newcomer in dem Bereich. So, es ist jetzt schon 10 vor, es müsste eigentlich jetzt die Fragezeit anfangen. Ich werde aber mal noch, ich erlaube mir mal noch, Ihnen die letzten drei auch noch vorzustellen. Ich hoffe, ich kann Sie trotzdem rechtzeitig in die Kaffeepause entlassen. Wir haben ja danach Kaffeepause und keine Wechselzeit mehr. Das heißt also, erlauben Sie mir noch ein kleines bisschen Überziehzeit, ja. Den Rotino, den werde ich jetzt mal ganz schnell abhandeln. Der steht unter einer AGPL-Lizenz, das ist eine Share-Alike-Lizenz. Das bedeutet, wenn Sie daran Änderungen vornehmen, müssen Sie diese Änderungen auch weitergeben. Aber ist ja bei Open Source nicht unüblich. Ist in C geschrieben, funktioniert unter Linux und Windows. A-Stern mit Eigenbauverbesserungen. Als einziger Router im Testfeld ist es ein Standalone, das heißt, es ist wirklich ein Binary, ein Programm, das ruft man auf, rechne mal bitte diese Router aus und dann kommt irgendwas raus. Kann man auch als CGI-Skript laufen lassen. Die Doku ist ganz gut. Die Profile werden hier als XML hinterlegt beim Rotino. Er kann Abbiegebeschränkungen, aber ansonsten keine besonderen Features. Das Webinterface von Rotino gibt also auch ein Testinterface. Das ist ganz interessant, weil es eine sehr schöne Debug-Ansicht von dem Routing-Graphen hat. Da kann man sagen, zeig mir jetzt mal all die Stellen, wo irgendwie ein Poller war und du deswegen nicht weiter routen konntest oder sowas. Das ist also gut geeignet, um Daten zu analysieren. Rotino ist allerdings, weil es ein normaler A-Stern-Algorithmus ist, mit nur ein paar Eigenbauverbesserungen relativ langsam. Sie sehen, bei 1000 Kilometern sind wir da auch im 10 Sekunden Rechenzeitbereich. Itinero ist so ein bisschen ein Sonderfall, steht unter der MIT-Lizenz und ist in C-Sharp geschrieben. Kommt also so ein bisschen aus der .NET-Windows-Welt, lässt sich aber mit Mono auch unter Linux problemlos, mit .NET Mono problemlos unter Linux betreiben. Kann Contraction Hierarchies und Dijkstra und A-Stern und ist eigentlich als Library konzipiert. Also wenn Sie unter C-Sharp ein Projekt haben und wollen gerne eine Routing-Bibliothek direkt einbinden, dann ist das Itinero für Sie ein ziemlich gutes Ding. Hat auch ein Webinterface zum Testen. Die Doku ist so ein bisschen, ja, da fehlt noch eine ganze Menge. Da musste ich jetzt einige Male beim Autor nachfragen und sagen, wie geht denn eigentlich das und das? Aber funktionieren tut's. Profile werden hier auch in Lua geschrieben. Abbiegebeschränkungen kann es, Fahrzeugbeschränkungen kann es nicht. Das heißt, also ich habe hier ein Fahrzeug, was so und so breit ist oder so. Das wird erst noch gebaut. Routenoptimierung und intermodales Routing kann es auch in Ansätzen. Also sowas wie Routing-Probleme lösen, Fahrzeugprobleme, ja, Traveling Salesman und so weiter. Und Heatmaps. Das sind aber, Itinero ist alles noch, sage ich mal, kommt noch sehr mit heißer Nadel gestrickt rüber. Die Performance ist ein bisschen komisch, dass es muss da irgendwie so ein bisschen ein Messproblem bei mir geben. Also Sie sehen, die Rechenzeit ist ganz okay. Ja, es liegt so, es liegt bei bis zu 3-4 Sekunden bei längeren Routen. Und warum dann sozusagen da meine Kurve hinten nach unten geht, das ist so ein bisschen, ja, das GNU-Plot hat sich gedacht, das passt am besten. Ist ein bisschen, dafür, dass es eigentlich Contraction Hierarchies unterstützt, ist es zu langsam. Sie erinnern sich, die anderen Contraction Hierarchies, die lagen alle so bei 20, 30 Millisekunden. Also da habe ich möglicherweise auch in der Benutzung irgendwas nicht so ganz schlau gemacht bei meinen Tests, muss ich sagen, oder es funktioniert noch was. Wie gesagt, das ist alles ein bisschen mit heißer Nadel gestrickt. Als letztes komme ich zum B-Router. Der B-Router hat sich unter einer GPL-Lizenz, also Share-Alike-Lizenz, der B-Router hat sich einen Namen gemacht, eigentlich daher auch der Name Bicycle Routing, als guter Fahrradrouter. Und ich habe jetzt hier bei mir in meinem Test immer nur Autorouten getestet. Das heißt, ich habe so ein bisschen den B-Router zweckentfremdet hier. Aber funktioniert hat es trotzdem. Der ist in Java geschrieben. Benutzt A-Stern, ist eigentlich als Library konzipiert. Und deswegen finden Sie auch gerade bei vielen mobiler Routenfindungssoftware für Fahrradfahrer, dass die B-Router als Library verwenden. Es gibt aber auch ein B-Router-Web-Interface, was man ausprobieren kann.
Die Doku ist so ein kleines bisschen unübersichtlich. Ich habe oftmals gedacht, hey, hier ist ja über gar nicht erklärt, wie das und das geht. Und dann habe ich im GitHub in irgendeinem Unterverzeichnis gefunden, dass da aber doch eine Textdatei war, wo stand, wie man es machen muss. Also es gibt Doku, aber sie ist noch nicht so richtig gut organisiert. Die Profile werden beim B-Router in einer eigenen Art Programmiersprache geschrieben. Die sind also nicht einfach nur so statisch, dass man sagt, okay, auf einer Straße vom Typ so und so kannst du so und so schnell fahren, sondern da kann man richtig so ein bisschen programmieren und sagen, ja, aber wenn es so ist, dann will ich anders und so. Das ist, der B-Router glänzt auch dadurch, dass gerade für Fahrräder extrem, fürs Fahrradrouting halt extrem viel Arbeit reingesteckt wurde, gutes Profil zu schreiben. Und deswegen sagen viele Fahrradfahrer, dass im Fahrradbereich der B-Router echt ihr Lieblingsprogramm ist, weil das einfach die Routen findet, die sie vom Gefühl her auch fahren würden. Für Autos kann er Abbiegebeschränkungen, er kann Alternativrouten, er kann vor allem auch Höhendaten, und die Höhendaten kommen einfach so, das fand ich beim B-Router cool, die waren einfach so mit dabei, ich musste mich da um gar nichts kümmern, das funktioniert einfach, man muss nicht noch irgendwelche extra Plugins installieren und so weiter. Als Sonderfeatures kann der B-Router auch No-Go-Areas, das heißt, Sie können sagen, hier an dem Bereich will ich auf keinen Fall vorbeifahren, dann routet er Sie außen rum. Das ist was eigentlich alle A-Stern-basierten Algorithmus können könnten, weil bei denen das Routing zur Laufzeit passiert, und man könnte zur Laufzeit einfach einbauen, okay, wenn du da und da lang fährst, dann ist es aber mit sehr hohen Kosten verbunden, also lass es. Aber keine von den vorgestellten Routing-Engines hat tatsächlich ein Interface, wo ich das einfach angeben könnte bei meinem Routing-Request und bitte diesen Bereich vermeiden, außer eben der B-Router, da kann das. Wie gesagt, hat sich einen Namen gemacht für exzellente Fahrradprofile. Die Rechenzeit war jetzt bei meinen Tests relativ langsam, also bei den richtig langen Routen, 1000 Kilometer, waren das dann schon mal so 20 Sekunden oder sowas. Und das sind aber, also ich habe halt das Autoprofil benutzt, aber wie gesagt, der B-Router hat sich den Namen gemacht als cooler Fahrradrouter, und deswegen ist das so ein bisschen unfair von mir zu sagen, ich mache jetzt hier mal Long-Distance-Auto-Routing. In dem kürzeren Routenbereich ist es völlig akzeptabel, ja, so ein paar Sekunden Rechenzeit. Bei dem B-Router, das B-Router-Web-Interface will ich Ihnen ganz kurz zeigen. Das habe ich auch hier installiert. Also ich habe alle Web-Interfaces installiert, aber ich habe sie jetzt halt gerade nicht alle gezeigt. Diese Webinterfaces zu installieren, da musste ich halt jedes Mal im Config-File irgendwo umstellen und sagen, gut, meine Routing-Engine ist jetzt hier auf dem Localhost und nicht auf irgendwas anderem. Jetzt zeige ich Ihnen mal ganz kurz hier, stelle ich hier um auf Autoprofil und gehe von Hannover nach Berlin. Ja, das ist ein bisschen blöd, ich habe nicht so richtig eine Straße getroffen, dann hat er nichts gemacht. Ach, jetzt reicht's. Sekunde, ich mach's nochmal neu. Also, ich gehe hier auf eine Straße und hier. So, jetzt rechnet er mir eine Route aus. Also, es war jetzt eine kurze Route, ging sehr schnell. Was ich zeigen wollte, ist, dass ich halt, wie gesagt, ja, ich bekomme hier automatisch sofort das Höhenprofil mit. Und kann mir das anschauen. Das ist natürlich eine Sache, die jetzt für die Autofahrer vielleicht nicht so super spannend ist, aber für den Fahrradbereich ist das halt super. Und das kann auch ein Grund sein, warum jetzt meine Messergebnisse vom B-Router so ein bisschen langsamer waren als beim Rest, weil der halt mir diese Höhensachen gleich immer mit ausrechnet werden. Bei den anderen müsste ich das extra dazu abfragen, habe es nicht gemacht. Zusammenfassend entschuldige ich mich für das Überziehen. Ganz kurz Ergebnis von allen Engines in einer Grafik. Also hier der B-Router war der langsamste. Dann habe ich hier das Itinero, das hinten so ein bisschen, hinten raus sich ein bisschen komisch verhalten hat. Routino, das hier ist der Grafhopper, wenn man den A-Stern benutzt, also der flexible Grafhopper. Sie sehen also bei den A-Sternen tendenziell immer längere Route, längere Rechenzeit. Und das, was hier unten rumkrebst und was man kaum sehen kann, das sind halt die Contraction Hierarchies Algorithmen, die ich hier nochmal in der Vergrößerung jetzt, die Achse geht jetzt hier nur von 0 bis 120 Millisekunden. Dann sehen Sie, ich habe also hier OSLM und den Grafhopper mit Contraction Hierarchies fast gleich auf als schnellste. Und Valhalla langsamer als die, aber dafür
mit mehr Flexibilität als die reinen Contraction Hierarchies. Also Valhalla ist ein sehr interessanter Newcomer. OSM, superschnell. Graphhopper ist interessant, weil man dort die Kombination aus A-Stern und Contraction Hierarchies gleichzeitig haben kann. Das heißt, man kann sich entscheiden, brauche ich gerade eine schnelle, brauche ich gerade eine flexible Route. Mapsen Valhalla ist der schnellste unter den flexiblen Routen und finde ich sehr vielversprechend. Muss ich mir auf jeden Fall genauer anschauen. Routino fand ich jetzt lustig, dass man dort die Routen so gut debuggen könnte. Ansonsten hat er nicht viel Neues ins Spiel gebracht. Itinero ist auf jeden Fall interessant, wenn Sie was in C-Sharp machen wollen. Und der B-Router, den fand ich interessant, weil er halt sehr flexibel ist, was die Höhen, was die Anforderungen betrifft, die ich da stellen kann. Und weil ich die Höhendaten gleich mitbekomme und problemlos mit in meine Routing-Profile, mit in meine Fahrzeugprofile einbauen kann. Das war's. Vielen Dank und